Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Kanal-Update. Ja, meine Freunde, es ist mal wieder soweit, es haben sich einige Änderungen ergeben, einige Dinge sind geplant und darüber müssen wir natürlich sprechen. Worum es geht und was ich euch zu sagen habe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder soweit, einmal im Jahr, immer zur Halbzeit im Juni, schalte ich eine Umfrage, in der ich von euch wissen möchte, wie zufrieden ihr denn mit diesem Kanal seid. Auch das habe ich diesmal wieder gemacht und ihr hattet drei unterschiedliche Möglichkeiten zur Auswahl. Einmal der Content, Kanal wie Content sind absolut perfekt, weiter so. Kanal wie Content sind unterhaltsam, aber es gibt Luft nach oben und Kanal wie Content stellt mich in letzter Zeit nicht zufrieden. Schauen wir uns erstmal die Zahlen an. 48% von euch sind absolut zufrieden mit mir und finden meinen Kanal so wie er ist, absolut perfekt, ohne dass es irgendeiner weiteren Änderung bedarf. Ich muss sagen, damit bin ich äußerst zufrieden. Ich glaube, so hoch war die Rate der Leute, die komplett zufrieden sind, noch nie. 45% der Leute waren der Meinung, der Kanal ist zwar gut, aber es gibt Luft nach oben, was natürlich vollkommen verständlich ist, denn jeder hat natürlich seine eigenen Wünsche und jeder möchte halt einfach gewisse Dinge auf einem in seinen Augen guten YouTuber-Kanal sehen und natürlich decke ich bestimmt nicht alles ab oder es haben sich vielleicht auch einige Dinge verändert, die manchen Leuten vielleicht sauer aufstoßen, wo man sagt, da müsste man vielleicht nochmal einhaken und nochmal dran arbeiten. Und nur tatsächlich 6% waren der Meinung, dass der Content sowie der Kanal in letzter Zeit nicht mehr so wirklich zufriedenstellt. Ich habe dann nachträglich nochmal einen Edit verfasst, in Form eines neuen Posts, in dem ich euch darauf hingewiesen habe, dass ihr bitte, wenn ihr meinen Kanal schlecht oder mittelmäßig bewertet, also wenn ihr nicht zu den ersten 48% gehört, mir in die Kommentare schreiben sollt, was euch denn fehlt. Weil wenn ihr mir sagt, auf dem Kanal passt irgendwas nicht, dann ist das schön und gut, aber ich kann halt nicht reflektieren und nicht damit umgehen und auch nichts daraus machen, wenn ich nicht weiß, was euch nicht passt. Letztendlich war es dann so, dass Kommentare gekommen sind, recht viele sogar, 17 Stück, aber das waren alles Kommentare von Leuten, die gesagt haben, mein Kanal ist perfekt. Das fühlt sich zwar super an, pusht das Ego, gar keine Frage, aber letztendlich ist es halt nicht sonderlich hilfreich, wenn es darum geht, den Kanal zu verbessern, wenn die Kommentare dann eben nicht von den Leuten kommen, die etwas zu kritisieren haben. Was allerdings kritisiert wurde oder sich gewünscht wurde, das waren zwei Dinge. Zum einen betreffend der Investment Talks. Es dürstete den Leuten mal wieder nach Investment Talks, habe ich gehört. Und zum anderen hat sich die ein oder andere Person daran gestört, dass in den Opening-Videos einfach immer rechts oben diese Einblendung mit dem Display zu sehen ist. Und da ich diesen Kritikpunkt auf Discord und YouTube schon das ein oder andere Mal gehört habe, habe ich mich dazu entschlossen, eine Umfrage zu starten. Und das ist jetzt die zweite Umfrage. Übrigens, zuerst haben 170 Leute teilgenommen tatsächlich. Also es sind wirklich eine Menge Leute, die ziemlich zufrieden mit dem Kanal sind und eine verschwindend geringe Summe, die das nicht sind. So soll das sein, weil warum hat man mich sonst abonniert? Okay. Und die zweite Umfrage beschäftigte sich eben mit diesem Opening-Thema. Ich habe euch gefragt, wie ist das mit den Einblendungen rechts oben? Da hattet ihr auch wieder drei Möglichkeiten zur Auswahl. Einmal, die Einblendung ist stylisch, kann man lassen. Das zweite war, weg damit, das stört. Und das dritte ist mir Hemd wie Hose. Also quasi vollkommen wurscht, ob die jetzt da ist oder nicht. Ich persönlich zähle mich zwar zu den Leuten, die das relativ stylisch finden. Ist ja klar, ich sage ja nicht, boah, das ist scheiße, das machen wir. Sondern ich habe das natürlich auch gemacht und eingeführt, weil ich der Meinung bin, dass das optisch dem Ganzen eigentlich nochmal so einen schönen Kick gibt. Und es haben eigentlich, also die Schreie waren schon recht laut danach, dass man das aufhört, aber das war mal wieder eine ziemlich kleine Gruppe, die halt sehr laut gebrüllt hat, so wie es relativ häufig im Leben ist. Und letztendlich hat das Ergebnis ergeben, dass 49% von euch tatsächlich das Ganze recht stylisch finden und meinen, man sollte das lassen. Und nur 19% von euch der Meinung sind, dass das Ganze einfach weggehört, weil das stört. Den restlichen 32% ist das vollkommen egal, die kann ich ja so hinstecken, wo ich möchte und die stecke ich dann natürlich zu Einblendung ist stylisch, kann man lassen. Das bedeutet im Endeffekt für euch, ihr müsst, also tut mir leid für die, die das jetzt nicht mögen, aber ihr müsst weiterhin damit leben, dass diese Einblendung in den Videos zu sehen ist. Die Ergebnisse sind eindeutig, die Leute sind weitestgehend entweder dafür, dass es bleibt oder es ist ihnen halt egal. Das heißt, es stört sie auch nicht, wenn das bleibt und dementsprechend zählt dann am Ende meine eigene Meinung, wie ich finde und ich finde es toll. Ich werde das lassen. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, aber naja, ich mache nicht die Umfrage, um dann entgegen des Ergebnisses zu handeln. So, genau, jetzt kommen wir noch zu Yu-Gi-Oh! Upgrade. Da
Das ist jetzt wirklich langsam in trockenen Tüchern. Ich habe ja einige Formate wie Epic Picture und so, die schon so Jahre vor sich hindümpeln, wo ihr nie wirklich was hört. Aber Yu-Gi-Oh! Upgrade ist jetzt tatsächlich mal in trockenen Tüchern. Da sind wir im Endspurt. Es wird jetzt demnächst hoffentlich noch innerhalb der nächsten Woche zwei Videos geben. Zum einen das Einführungsvideo, wo ich euch erkläre, wie das Ganze funktioniert. Denn ihr könnt da ja mitmachen. Das Format lebt davon. Und das zweite Video, genau, das ist dann schon die erste Sammlung, die wir hier haben, vom lieben Yannick. Die hat er mir schon vor langer Zeit zugesendet. Das Produzieren des ersten Videos hat echt eine Weile gedauert, weil ich noch unschlüssig war, wie ich es umsetzen möchte visuell. Und ich musste einige Sachen neu drehen und ich habe da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt tatsächlich auch. Und es musste ein neues Intro her und es musste ein neuer Bildrahmen her. Und ja, wir haben auch einen neuen Bildrahmen, also nicht das Goldene hier, sondern ich habe da etwas Technischeres genommen, weil Upgrade halt für mich so metalltechnisch und so weiter. Und das habt ihr auch im Intro gesehen, das habe ich ja schon hochgeladen. Testweise übrigens, keine Panik, Leute, keine Panik. Das Intro, das wird nicht standardmäßig so eingeführt. Das ist nur für Yu-Gi-Oh! Upgrade, das steht ja auch im Intro. Also das alte Intro, das bleibt so, wie es ist, weil ich in den Kommentaren halt gehört habe, so, oh ja, das alte hat mir besser gefallen. Also klar, das alte ist viel besser, das ist viel ägyptischer und viel atmosphärischer, aber ich finde halt einfach, dass dieses neue Intro besser zum Thema passt. Mit Upgrade verbinde ich immer irgendwas Futuristisches oder irgendwie was Mechanisches. So, ist vielleicht so mein eigenes Empfinden, aber natürlich muss ich nach meinem eigenen Empfinden auch so ein bisschen die Videos gestalten, ne? Also schauen wir mal, wie zufrieden ihr dann am Ende seid. Und jetzt, Julian, okay, und jetzt wenden wir uns noch einmal der Umfrage zu, der wir hier am Anfang gestartet haben. Da wurde nämlich, wie auch häufig in Kommentaren etc., der Wunsch nach einer weiteren oder nach weiteren Folgen Investment Talk laut. Und das mit dem Investment Talk ist schon seit einer ganzen Weile so. Es wird immer wieder danach gefragt, unter irgendwelchen Sammelkarten-Check-Videos wird geschrieben, wann kommt wieder ein Investment-Talk, und auch unter den alten Investment-Talk-Videos immer wieder Kommentare, wann kommt ein Investment-Talk, wann auf hier Discord, auf WhatsApp, jetzt natürlich auch hier in der Umfrage immer wieder, wann kommt ein neuer Investment-Talk. Das Thema scheint euch ziemlich zu interessieren. Das Format kann man nicht sagen, es ist ja ein Sammelkarten-Check-Format, also quasi einfach nur ein Video, das halt unter diesem Format rausgebracht wird. Aber das scheint euch einfach sehr zu interessieren und deshalb habe ich mich nicht nur dazu entschlossen, vermehrt Videos zu dem Thema zu bringen, sondern ich habe mich auch noch entschlossen, das Ganze visuell aufzupimpen, und ich habe mich dazu entschlossen, das zu einem eigenen Format zu machen. Das heißt, diese Videos werden in Zukunft in Form eines Investment-Talk-Formats, das wird so heißen, kommen, und sie werden nicht mehr als Sammelkarten-Check-Folgen hochgeladen. Es wird jetzt eine Weile dauern. Ich habe hier die Karten für die erste Folge schon rausgesucht. Ich werde die jetzt dann auch abdrehen. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis das kommt, weil ich, wie bereits gesagt, ein bisschen rumexperimentiere. Vielleicht ein paar Beauty-Shots oder so zwischendrin, dass das visuell vielleicht auch noch recht angenehm ist. Und genau, ein neues Intro werde ich dafür allerdings nicht machen. reicht jetzt schon mal, dass ich hier eins für mein Yu-Gi-Oh! Upgrade habe machen lassen. Und dann wird das Ganze komplett überarbeitet mit natürlich denselben Informationen, aber halt einfach in höherer Qualität als neues Format erscheinen. Ich denke, das wird viele von euch freuen, viele von denen, die sich das gewünscht haben, denn das wird dann auch regelmäßig kommen. Und genau, damit wären wir auch wieder am Ende der heutigen Sendung. Ihr dürft gerne unter diesem Video, falls ihr noch eine Meinung zu dem zu der Einblendung habt, oder falls ihr noch was zu meinem Kanal sagen wollt, falls ihr nicht abgestimmt habt, weil ihr das nicht gesehen habt, kann ja immer mal vorkommen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde das natürlich in meiner Entscheidung jetzt nicht mehr berücksichtigen können, aber ich werde es mir durchlesen und es beherzigen. Wir sehen uns zu einem weiteren Kanal-Update, wann auch immer dieser sein mag. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.